Vielleicht sollte ich mal kurz was essen. Damit ich mein Leben auffülle. Jetzt gut, oder? Wow. Wow. Sorry, Killer, ich habe da aus Versehen was in Gang gebracht. Es tut mir leid. I'm sorry. Aber übertreibt es nicht. So. Jetzt haben wir lecker gegessen. Da ist ein Herz. Das bedeutet, da ist unsere Fastfreundin. Ich mag das einfach mehr hier mit den Moves. Die sind wendiger und kommen damit besser klar. Ja, bitte übertreibt es jetzt nicht. Wir warten jetzt auf unser Date. Nicht, dass sie jetzt Killer irgendwie. Ja, mach das, Killer. Da ist sie, ja, Sana. Musstest du lange warten? Nein, überhaupt nicht. Ich bin gerade erst angekommen. Sehr schön. Danke, dass du so kurzfristig gekommen bist. Danke für die Einladung. Es freut mich, dass wir endlich etwas Zeit miteinander verbringen können. Den finde ich gut, so wie er ist. Ja, ich auch. Mich auch. Was sollte ich hier schenken? Vielleicht den Ring? Ich habe keine Ahnung. Ring in Tr- Was? Wirklich? Ja, sieh dir das an. Das freut's. Oh, okay. Oh, wirklich, vielen Dank. Sie scheint sich einigermaßen darüber zu freuen. Ja, einigermaßen. Gibt es irgendeine Ecke, wo du gerne hin möchtest? Naja, ich habe mein ganzes Leben auf dem Land verbracht und war nie wirklich in einer Großstadt. Ich will eigentlich nur irgendwo hin, wo man Spaß haben kann. Ich muss mal die ganze Anspannung loswerden, verstehst du? Hm, was würde sich denn da anbieten? Ja, ne? Das kann auf jeden Fall Stress abbauen. Ich war zwar noch nie in ein Betting Center, aber das klingt gut. Super, dann lass uns gehen. Ob das die gute Entscheidung war, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, hierher zu kommen. Zu Hause, das Bett. Gab es leider nicht zur Verfügung. Ja. Hoffentlich treffe ich den Ball auch. Einer deine Bälle. Soll ich dir zeigen, wie man es macht? Gerne. Das ist die Gelegenheit, sie zu beeindrucken. Das darf ich nicht vergessen. Oh, scheiße. Ich muss gut sein. Das ist aber... Wenn ich jetzt gut sein muss, dann werde ich jetzt abkacken. Kattobas. Ich habe mit denen immer Probleme. Ich treffe die nie. Nie! Weißt du? Oh, der war richtig kacke. So werde ich sie nicht beeindrucken. Ich muss 7 Homeruns. Ja, ist klar. Ich habe den ersten Mal den so getroffen. War zu schnell. War zu langsam. Boah, keine Ahnung, wie man die Lilanen nimmt. Keine Ahnung. Die sind nämlich noch schlimmer als die Roten. Cool, ich bin richtig scheiße. Da war ich zu langsam. Ich, keine Ahnung. Da muss ich echt... Ich war richtig schlecht. Die wird mich jetzt auslachen.
Bist du vielleicht ein bisschen am Kränkel? Das nicht, aber ich bin nicht immer so schlecht. Scheiße! Keine Sorge, jeder von uns hat mal so einen Tag. Mist, das war überhaupt nicht cool. Wir haben uns total blamiert. Hallo, Selina. Puh, ich hatte echt eine Menge Spaß. Wollen wir uns vielleicht ein bisschen hinsetzen, damit du dich ausruhen kannst? Das klingt gut. Ich bin schon etwas müde. Mit nach Hause? Zu uns. Worüber sollen wir reden? Oh Gott, das ist voll anstrengend. Über Sanas Traum ansprechen. Über Hobbys sprechen. Hast du irgendwelche Hobbys, Sana, schon? Abgesehen von Musik, mal überlegen. Kochen vielleicht. Das ist ein sehr nützliches Hobby. Hast du irgendwelche Geheimrezepte, die du mir verraten kannst? Schön wär's, aber ich kann nur ganz einfache Sachen kochen. Wie ein Curry zum Beispiel. Ich kann auch Curry kochen. Lass uns zusammen Curry kochen. Aber ich bekomme auch ein Curry hin. So schwer ist das nicht. Findest du wirklich? Ja. Ich war früher ziemlich arm, also habe ich immer versucht, aus günstigen Zutaten ein gutes Curry zu zaubern. Inzwischen habe ich sicher ein Dutzend Rezepte, aber die schon eher den Geldbeutel, als dass sie den Gaumen verwöhnen. Aber das klingt so, als wäre man doch längst kein guter Koch, nur weil man ein gutes Curry hinbekommt. Mist, sie hat recht. Was redest du denn da? Was wir für ein Hobby haben? Denkt sich billige Rezepte aus. Vermutlich kämpfen. Ich weiß nicht, ob Kämpfen sie beeindruckt und sie gut finden wird. Flipper. Wenn ich mich für eins entscheiden müsste, dann würde ich sagen Flipper spielen. Da bin ich total heiß drauf. Flipper spielen? Macht das denn Spaß? Auf jeden Fall. Das ist so eine Sache, die leicht zu lernen, aber schwer zu meistern ist. Hab mir sogar einen gekauft. Moment, du besitzt einen Flipper? Ja. Ich habe online ein gutes Angebot gesehen, da wusste ich, ich muss gleich zuschlagen, ehe mir jemand zuvorkommt. Muskelbody is coming. Dankeschön für dein Follow. Peronia habe ich ja schon vorgelesen. Das ist jetzt wieder ein Follow reingekommen. Jetzt bin ich verwirrt. Auf jeden Fall vielen Dank. Zu Hause, Yagami-san wohnt doch in seiner Kanzlei. Ja, es ist seine Arbeit und sein Zuhause. Da können wir doch hingehen. Yagami-san liebt vermutlich auch seine Modeart. Auch nur Modeart. Wie geht's, wie steht's? Ich habe online ein gutes... Achso, das habe ich gerade gelesen. Aber als das Ding ankam, war es viel größer, als ich erwartet hatte. Ich habe immer noch keinen Platz dafür gefunden. Klingt, als wäre das Ding ziemlich unpraktisch und unhandlich. Ja, total. Ich renne ständig dagegen, wenn ich zum Schreibtisch muss. Außerdem habe ich einen Flipper auf dem Handy. Das Schrottding nervt. Am liebsten würde ich meinen früheren Ich zurufen, krieg mal deinen Scheiß auf die Reihe. Das findet sie toll, ja? Ich wusste gar nicht, dass du auch so eine kindliche Seite hast, Yagami-san. Naja, so würde ich das jetzt nicht sagen. Hey, das ist süß. Wir machen Pluspunkte. Außerdem würde ich gerne irgendwann mal vorbeikommen, um mit dem alten Schrottding zu spielen. Ich denke gerade an ganz andere schlimme Sachen. Ich sage jetzt nichts. Du bist jederzeit herzlich willkommen. Danke, lieber Flipper. Wusste ich doch, dass du nicht nur als Staubfänger taugst. Wollen wir ein Foto machen? Lass uns ein Foto machen, dann haben wir was als Erinnerung. Oh, gerne. Kann man lachen? Wow, ja, das ist... Mach mal nochmal mit den Fingern. Mach mal nochmal Peace. Mach Peace. Geht doch. Tada. Wie sieht das aus? Sieht gut aus. Wow, du bist ein ziemlich guter Fotograf. Kannst du mir das nachher schicken? Na klar.
Ich will das ehrlich gesagt nicht fragen mit den Traummann. Das ist einfach so direkt und... Man könnte falsch rüberkommen. Und wie gefällt es dir in Kamurocho? Hast du dich ans Leben in der Großstadt gewöhnt? Ich glaube schon. Anfangs haben mir die vielen Leute etwas Angst gemacht. Aber die meisten von ihnen sind ja sehr nett. Du hast eine Menge Fans, die auf dich aufpassen. Ich gehöre auch dazu. Versuchen, erwachsen zu wirken, vorsichtig Sorge äußern. Das ist echt anstrengend, ne? Die vor der Stadt waren. Sie ist auch erwachsen. Sie kann auf sich allein aufpassen, schätze ich mal, hoffe ich. Ich kenne diese Stadt wie meine Westentasche. Okay, und wieso erzählst du mir das? Vielleicht interessiert es dich, ich weiß es nicht. Naja, erst wenn man die Besonderheiten einer Stadt kennenlernt, weiß man, dass man wirklich erwachsen ist. Oh, okay, dann arbeite ich mal daran. Mist, das klang in meinem Kopf irgendwie sehr viel cooler. Kennt ihr das auch? Ihr habt irgendwas, was ihr sagen wollt, was für euch richtig cool ist, dann sagt ihr es und es klingt dann gar nicht mehr cool. Das ist jetzt so, wie Yagami sich gerade fühlt. Das kenne ich auch. Er schläft auf dem Sofa. Da kann sie auch schlafen. Hallo Dropper. Mir geht's gut. Wie geht's dir? Black? Weiß nicht. Ja, leider kommen manchmal diese kleinen Lags. Ich bin echt froh, wenn ich das wechseln kann. Bei SAO kann man mit den Dates nur nicken und Kopfschütteln. Also perfekt für mich. Ja, das wäre jetzt für mich auch perfekt, Vapor. Jedes Mal, wenn ich einen Witz mache, ich denke, das ist mega cool und alle nur so, oh mein Gott, was bist du für ein Spinner? Mayo, ich kenne das. Ich kenne das echt gut. Ich frage das jetzt einfach. Und auf was für Typen stehst du so, Sana-chan? Interessante Frage. Das ist irgendwie schwer zu sagen. Okay, älter oder jünger? Was ist dir lieber? Ich würde sagen, älter. Ich will jemanden, auf den ich mich verlassen kann, verstehst du? Ja, das kann ich nachvollziehen. Und was ist mit dir? Stehst du eher auf jüngere oder ältere Frauen? Ich weiß genau, was der Chat jetzt sagt. Oh, ist das eklig. Ich weiß genau, was ihr jetzt schreiben werdet. Ich kenne euch. Ah, Firefighter. Dankeschön. 6 Monate. Ja. Dankeschön für ein halbes Jahr schon. Wie geht's dir, Firefighter? Und Stufe 2. Vielen, vielen Dank. Wirklich. Dann kannst du jetzt auch das Devil Eliza-Dingsbums machen. Kleine, böse. Ältere, Omas. Sollen wir darauf antworten? Wie alt ist denn alt? Milfs, ja, das war. Ich weiß ganz genau. Wenn ich jetzt sage älter, dann mache ich ja... Wie alt ist sie? 19? Dann mache ich ja das jetzt kaputt. Ich sag jünger. Auf jüngere. Oh, wirklich? 3x6 ist auch 18. Mm. Kann ich schon seit 2 Monaten, du Plebby. Habe ich... Echt? Das tut mir leid, dass ich das vergessen habe. Es tut mir leid. Auf jeden Fall danke, Firefighter. Sehr, sehr lieb. Ich kenne den Witz von okay. Ich kenne den. Auch wenn er ziemlich böse ist. Naja, ich bin 35, also... Oh! Und denk dran, ich bin 19. Ja? Aber bei dir kann der Mann ruhig bis zu 20 Jahre älter sein. Alles klar. Weiß nicht, 20 Jahre vielleicht. Oh nein! Nein! Ups! Oh scheiße, das wollte ich jetzt nicht!
Das ist mir gerade richtig peinlich. Es tut mir leid. Das wollte ich nicht. Nein, das wollte ich wirklich nicht. Pedro, nein, das wollte ich wirklich nicht. Ich habe jetzt wirklich ohne nachzudenken die Zahl gedrückt. Es tut mir echt leid. Oh, scheiße. Oh, Mann. Ich schwitze gerade. Das ist echt peinlich. Verkackt. Ja, ich habe es gerade wirklich verkackt. Oh, shit, ey. Ab 16 ist immer straffer. Wow. Nein, das tut mir echt gerade leid. Das wollte ich nicht. Da war ich gerade sehr unkonzentriert. Fail Alarm. Ja, Sven oder Killer oder Shadow, kann jemand mal Fail machen? Ich habe gerade echt verkackt. Ja, Sven ist ein Fail. sieh mal, das ist das Mädchen aus dem ganzen aus den ganzen Videos. Ja, die Sängerin von Kamarutsche, oder? Ja, und sie ist echt süß. Ob sie wohl mit den Typen da zusammen ist? Sie loben dich ja in den höchsten Tönen, was? Ja. Wenn ich so überlege, deine Videos sind in letzter Zeit sehr beliebt geworden. Ja, ich freue mich, dass die Leute meine Musik mögen, aber irgendwie ist mir das auch alles ein bisschen zu viel. Ja. Also. Das wäre wirklich zu viel. Und hallo Kaktus. Und hallo Silatio. Keiner klaut mir meine Fels. Das Date ist unrealistisch, da fehlt die Auswahl, ist mir doch egal. Wo wollen wir hin? Zu mir oder zu dir? Vielleicht kommt das noch beim nächsten Date, wer weiß. Ich glaube, das war die falsche Entscheidung mit dem Alter. Ja. Das war's wirklich. Willst du gehen? Ich glaube schon, für heute stand ich genug im Rampenlicht. Boah, das mit der Zahl habe ich echt verkackt. Weißt du, du bist wirklich was Besonderes. Du bist praktisch über Nacht zum Star geworden. Ich hätte auch nie gedacht, dass das so schnell geht. Wer hätte gedacht, dass mich ein paar Live-Auftritte vom Theater-Square so weit bringen würden? Hey, so ist das eben. Und ich glaube, die Leute sehen in dir etwas Besonderes. Das fasziniert sie. Das Ganze freut mich natürlich, aber es ist auch irgendwie beängstigend. So viel Aufmerksamkeit auf einmal. Vielleicht würde dir ein Agent helfen. Ich bin sicher, es gibt eine Menge gute Agenten da draußen. Ich will ja auch einen, aber ich muss erst den richtigen finden. Ruf mich einfach an, wenn du irgendwie in Schwierigkeiten gerätst. Okay, mach ich. Ja, das Date war jetzt irgendwie... Hätte besser laufen können. Ja, bitte. Ja, ich hatte auch Spaß, auch wenn ich ein bisschen verkackt habe. Aber wir haben Stufe 2 erreicht. Einen Agenten, so nennt man das also. Weißt du, es ist echt komisch. Wenn du bei mir bist, vergeht die Zeit immer so schnell. Es freut mich, dass wir den ganzen Tag zusammen verbringen konnten. Ja, mich auch. Ich würde sagen, wir sehen uns, oder? Na klar. Und schreib mir mal, okay? Tschüss. Ach ja. Die Kleine ist schon niedlich. Fühlt sich trotzdem gerade echt schlecht an. Okay, bis gleich, Killer. Komm gut nach Hause. Ich hoffe, du hast den dritten Perversen noch nicht gefunden. Nein, so dazu haben wir noch nicht, weil ich habe... Ich guck mal kurz. Stufe... Ruf in der Stadt 13. Ich brauche noch zwei Punkte. Dass ich die Aufgabe bekomme. Ab 15 war das, glaube ich. Und dann kriegen wir den dritten Perversen. Also die Nebenaufgabe. Hey, ich bin Sana. Vielen Dank für heute. Ich hatte richtig viel Spaß. Ja, ich auch. Lass uns mal wieder ausgehen. Ja, gerne. Ich habe immer Zeit, also melde dich einfach, wenn du frei hast. Mach ich. Hey, lass mich jetzt nicht hängen. Was? Hey, ich habe doch gesagt, machen wir. Was? Die Kleine ist schon eine von vier. Wow.
Ja, okay, und hat schon wieder 666 Bits gemacht. Nicht mal eine Minute weg schon Sims, die, ja, die klammert direkt, ne? Dann unsere Casting-Couch. Yagami schaut nur traurig zu. Außerdem, wenn ich es nicht mache, taucht Liz in dunklen Ecken auf und klaut mir meine Kekse. Ja, da hat er recht. Außer du machst in jeder dunklen Ecke Licht an. Dann kann ich nicht mehr auftauchen. Das ist eine Nebenaufgabe. Gehen wir mal hin. Ach, ist sie da mit Zahne? Wir kommen jetzt... Ach nein, wir kommen jetzt zum Bombenattentat in Kamurocho. Es gibt neue Hinweise über den Apparat, der am Tatort gefunden wurde. Sie berichten immer noch über das Attentat. Laut aktuellen Polizeiberichten wurde die Bombe von einem Amateur hergestellt und war mit einer Zeitschaltuhr verbunden. Die Polizei sucht nach weiteren Hinweisen, die zum Täter führen könnten. Alle Bürger sind angehalten, die Polizei über verdächtige Personen oder herrenloses Gepäck in Kenntnis zu setzen. Kommen wir zu erfreulichen Nachrichten. Das Panda-Junge, das letzten Monat geboren wurde, wächst kräftig weiter und im Prinzip hoffen sie also noch auf eine Spur. Wow, er hat jetzt die Nachricht mit dem Panda unterbrochen. Der Strom wäre dann teurer als die Kekse. Ja, du musst halt wissen, ist Strom wichtiger oder Kekse? Und Liz hat die Bilder im Kopf von der Couch. Die Kleine ist so verliebt in Yagami. Ja, ein bisschen. Hallo Zack, ist fit bei dir? Oh, wie herzlos. Muss, muss. Hallo? Haha, die Polizei ist einfach nutzlos. Finden Sie nicht auch, Yagami-san? Oh, nicht schon wieder diese Aufgabe. Sind Sie der Attentäter? Woher kennen Sie meinen Namen? Ich habe meine Hausaufgaben gemacht. Sie sind Privatdetektiv, nicht wahr? Das geht Sie gar nichts an. Seien Sie doch nicht so, Yagami. Macht es Ihnen denn keinen Spaß? Halten Sie den Mund! Ist das denn die richtige Einstellung mir gegenüber? Möchten Sie die nächste Bombe lieber ohne Hinweise finden? Was? Das hat Ihr Tonfall aber schnell, da hat sich Ihr Tonfall aber schnell geändert. Ich kann spüren, wie angespannt Sie sind. Was erhoffen Sie sich davon? Warum tun Sie das? Kamurocho, ich spreche den Namen, glaube ich, immer falsch aus. Sicherheitssysteme sind voller Löcher. Diese Stadt müsste schon lange untergegangen sein. Was ist mit dem los? Was? Kommen Sie nicht, kommen Sie sich nicht dumm vor, wenn Sie Steuern zahlen und die Regierung Sie dermaßen zum Fenster rauswirft? Ein Krimineller, der Steuergelder für Bombenattentate verschwendet, sollte keine große Reden schwingen. Sie gefallen mir, Yagami-san. Ich würde das gerne weiter mit Ihnen ausdiskutieren, aber die Zeit wird knapp. Sollen wir anfangen? Du Schwein! Diese neue Bombe, die ich in Kamurocho versteckt habe, ist ein echt dicker Brummer. Ein Ochse im Gasthaus, da werden Sie sie finden. Ein Ochse im Gasthaus? 5 Minuten, Yagami-san. Die Uhr tickt. Ach, halt doch die Klappe, was? Es gibt einen Laden mit den Ochsen, aber wo ist der? Aha, ich kann eine Pause machen.